Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Ja, wir sind hier jetzt endlich auf dem Hochboot gelandet und irgendwie sind hier ganz, ganz viele Organons, aber die scheinen uns nicht wirklich zu beachten. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Entschuldigung? Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo? Achtung! Amtmann an Deck! Abteilung stillgestanden! Jawohl, Amtmann! Hey! Oha, ich meine, recht so! Sehr schön. Okay, und jetzt kommen wir auch hier durch. Vorher wären wir vermutlich nicht durchgekommen, so wie es ausschaut. Haben wir eigentlich was im Inventar? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Oh, Backe, noch mehr von der Sorte. Ups. Achtung! Amtmann an Deck! Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann, nicht wahr? Die scheinen nicht wirklich auf uns zu reagieren. Oh gut, wir haben hier abwärts und aufwärts. Ich will und zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Scheinen nicht sehr freundlich zu sein. Gut, ich gehe davon aus, dass die Brücke eigentlich oben ist, aber gut. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Nein, wenn ich genau darüber nachdenke, nicht. Na, wenn das so ist, warum halten wir denn überhaupt hier? Tun wir ja gar nicht. Ich wollte uns nur eine Pause gönnen. Die Leute sind irgendwie seltsam. Raus können wir nicht. Ich denke, wir sollten aufwärts fahren, soweit wie es geht. Das ist eigentlich so das, was ich vermute. Es kann ja eigentlich fast oben sein. Brücken sind in der Regel immer oben. Die Frage ist, wie lange würden wir jetzt hier nach oben fahren? Ich glaube, dass es etwas ist, was man gar nicht wirklich schaffen kann. Und wir bleiben jetzt stehen. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ah, Moment. Seht ihr, wer da im Hintergrund steht? Hier ist Glitzes im Hintergrund. Seht ihr das? Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl also Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Schlagen wir ihn doch einfach mal. Was ist das hier? Ein Pedal? Lass das! Ups. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Oh oh. Und jetzt fahren wir ganz schnell nach oben. Oder eher nach unten? Jetzt können wir ihn jetzt irgendwie schlagen? Nee, können wir nicht. Und nach unten? Naja, scheint jetzt auch nicht viel zu machen. Können wir auch nicht mehr machen, außer hin und her und hin und her. Können wir ihn jetzt irgendwie schlagen? Nein, können wir nicht. Na, warte. Hm. Das Pedal lässt sich immer noch öffnen. Hey! Und jetzt abwärts? Und jetzt anhalten. Autsch! Yay! Super! Haha! Können wir jetzt raus? Ich hoffe, wir sind richtig. Ja.
Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Oh. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Ach du Heiliger. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Meinst du? Ich glaube nicht. Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dieser Arsch, der hier vor euch steht, hier neben mir oder da oben auf der Brücke, ach du Scheiße, da oben auf der Brücke, ist bei weitem nicht der einzige Arsch in diesem Raum. Ist ein Paradebeispiel für unsere Organisation. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Oh Gott! Wir alle sind Arsche. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt er dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an, schaut mich doch mal an, schaut euch doch mal um, schaut euch doch mal unser Logo an. Oh, unser Logo ist gut. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Ah, darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Der ist gut. Der ist echt gut. Schaut uns doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Ist das ein Spaß? Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Das ist sehr interessant, Rufus. Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. ach so.
Die Hymne. Los geht's. Organon. Ach du Heiliger. Organon. Jetzt müssen wir erstmal die Anleitung anschauen. Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind Rufus' Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Organon. 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 Das hört sich gut. Organon. Und woher weiß ich, wann er fertig ist? Organon. Und so? Organon. Das ist gar nicht so leicht. Woher weiß ich denn, wann es richtige ist? Organon. Die hier ist ja schon mal richtig. Organon. Okay, die zweite passt auch. Organon. Nee. Jetzt legt er ja normalerweise davon vorne los. Organon. Das ist gar nicht so leicht. Also das ist ein ganz schön fieses Rätsel, finde ich. Organon. 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 Okay, ich glaube, die erste und die dritte passen. Organon. So, jetzt geht wieder los. Organon. Ja. Organon. Jetzt müssen wir die noch richtig setzen. Das dauert ziemlich lange, also wenn ihr das überspringen möchtet, bin ich euch wirklich nicht böse. Organon. Organon. Das hat sich schon fast richtig angehört. Organon. 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 Die hier passt jetzt noch nicht. Ich setze die beiden jetzt auch mal gleich. Organon. 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 Die vielleicht? Organon. Okay, ja, ich muss ein bisschen still sein, damit ich das auch höre. Organon. So vielleicht. Organon. 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 Vielleicht hierhin. Organon. Boah, ist das ein schweres Rätsel. Organon. Stimmt. Organon. Vielleicht so. Organon. Organon. Okay, die beiden Noten passen nicht. Organon. Ich glaube, die müssen höher. Organon. Machen wir es mal so. Und die machen wir auch gleich. Organon. Organon. Hat jetzt die hier eigentlich schon gestimmt? Organon. Organon. Du musst tiefer. Organon. Aber hat dich nicht schon mal so gesetzt? Organon. Ach, hier oben ist der Punkt. Organon. Der Punkt hier oben sagt ja eh, wo die Noten sind, die gerade gespielt werden. Organon. Organon.
Organon. Gleich haben wir es. Non. Hier hin. Oh, das wird immer schwieriger. Das ist echt eine ganz schöne harte Nummer. Ich setze die jetzt alle immer um eins tiefer, bis sie stimmen. Irgendwann muss es ja stimmen. Oh, die stimmt gar nicht. Also, es tut mir echt leid, wenn ich die Folge dadurch so hinziehe, aber irgendwie müssen wir dieses Level ja schaffen. Die stimmen auch nicht. Und so weiter. Die stimmen alle, die stimmt. Und auch die stimmt und die stimmt. Die stimmt. Aber die hatten wir doch da schon. Okay, jetzt fehlt nur noch die eine. Und? Das gibt's doch nicht. Vor allem, man muss halt so ewig warten, weil immer wieder muss man warten, bis das Ganze durchgegangen ist. Bis man wieder an der Stelle ist, um zu schauen, ob es jetzt stimmt. Oh, endlich. Na geht doch. Hat ja lange genug gedauert. Das ist schön. Ich wollte mir ein Stück davon anhören, weil das ist echt klasse. Das ist echt, echt klasse. Und das, würde ich sagen, macht diese ganze Wartezeit wieder wett. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Ja, hier ist Cletus. Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Okay, hört sich... Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Okay, das aber ist Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden? Wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist. Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja,
Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Die Ponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Ghoul. Nein! Das ist Ghouls Vater? Alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Glaubst du? Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Ghoul! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Ja, leider ist mir an dieser Stelle das Spiel abgestürzt. Ich muss mich jetzt ein ganz kleines Stückchen bis dorthin wieder hinspielen und hoffe, dass wir dann ganz normal weitermachen können. Tut mir leid, dass diese Folge so abrupt unterbrochen wurde. Ich kümmere mich jetzt um dieses Problem und wenn ich das Problem beseitigt habe, dann geht's natürlich mit Deponia gleich wieder weiter. Sollte diese nächste kommende Folge die Abschlussfolge sein, dann kommt die auch auf alle Fälle im Anschluss nach dieser Folge heute noch. Ansonsten sollte es noch mindestens 2 Folgen geben, sehen wir uns wie ganz normal gewohnt nach Uploadplan. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.